Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist der Gartenrundgang Juni dran und es gibt so viel zu zeigen, also bleibt dran. Sieht das nicht schön aus? Die Hummeln, die sind hier richtig fleißig zugange. Das Zuschauerbeet ist auch fertig geworden. Da gibt es jetzt auch noch einiges zu zeigen. Mit Korkenzieher, Haselnuss bis in diese Höhe und auch Bodenranggerüst. Da habe ich ja einiges selber gebaut letztes Jahr. Ranghilfen. Hier vorne von links nach rechts habe ich drin Thymian, in der Mitte Minze und rechts Rosmarin. Dann haben wir hier noch die Etagenzwiebeln. Zwei, dreimal Artischocke drin. Das sind noch ganz kleine Pflänzchen. Wo sind die dritte hin? Ach nee, da. Alles da. Alles an Ort und Stelle. Hier links habe ich Erbsen reingemacht. Da vorne eine Zucchini. Und in der Ecke nochmal einen anderen Thymian. Dann nochmal von der anderen Seite betrachtet. Ich habe hier Holz eingebaut, damit die Tierchen was haben. Das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache, weil hier ist ein schöner Eingang und in der Mitte ist ein Hohlraum. Und hier genau das Gleiche. Ich habe das halt auch so positioniert, dass das hier so passt und an den Seiten ist, nicht in den Beeten. Und ja, ich finde, das integriert sich hier ganz gut ein. Ansonsten Totholzumrandung und so habe ich ja ein bisschen schon was gezeigt gehabt. Hier ist das Bodenranggerüst nochmal. Gerade schon angesprochen. Ne? Dann habe ich hier bei der Sonnenfalle dahinter noch ein paar Steinchen mehr oben drauf, damit wir noch ein bisschen mehr Wärme auffangen können. Die Zucchini ist soweit, die habe ich von Herbert gekriegt. Tomatenpflänzchen wachsen auch. Kann man schon drei sehen, die anderen sind dann eher noch kleiner. Die zeige ich euch, wenn es was zu zeigen gibt, irgendwann in anderen Videos. Mir ist aufgefallen, in den letzten Videos habe ich immer wieder Flugzeuggeräusche im Hintergrund, wie ihr gerade wieder hören könnt. Das versaut mir immer ein bisschen die Tonaufnahmen, weil ein Übergang von einem Filmausschnitt zum anderen, wenn Ton dabei ist, klingt das dann sonst so abgehackt. Da kann ich immer nichts gegen machen, habe ich dem Ganzen ausgeliefert. Aber bei mir geht es ja um Inhalt und nicht auf die Perfektion. Das muss nicht alles perfekt sein. Ich denke, auch so werden wir das alles rüberkriegen. So, ich bin hier in der Starre immer noch auf das Tomatenbeet, aber rechts ist ja auch noch einiges hingekommen. Rechts hier einmal für die Tiere wieder und einen Lebensraum. Dann habe ich hier dreimal Kohlrabi. Vorne rechts habe ich Borage. Und da haben wir eine Zitronenverbene oder Verbe oder wie sie heißt. Und an der Ecke eine Physalis. Aber ich weiß nicht, ob die kommt. Die sieht komisch aus. Ja, und wenn noch nicht erwähnt, hier dann einmal noch die Tomate drin. Ich werde jetzt auch weiterhin von den Standorten springen, wer da ein bisschen Überblick braucht. Ich habe mir fürs letzte Video ganz viel Mühe gegeben, um auch jeden mitzukriegen, damit jeder weiß, wo was im Garten ist. Und hier vorne haben wir jetzt die Sonnenblumen und drumherum hatte ich ja den Mais. Jetzt kann man es deutlich erkennen, den Unterschied, wo was ist. Hier links das zuerst gezeigte, genau das gleiche. Kommt alles gut, da wo Lücken waren, habe ich aufgefüllt. Wie ihr sehen könnt, die Kartoffeln echt wunderbar und hier habe ich ja noch den Hocker und die Zuschauer haben mir ganz toll geholfen, diese Pflanze da zu erkennen, die Wicke, und die hat sich so durch den Hocker gewuchert, gewachsen, wie auch immer, ist da in die Höhe geschossen und das sieht ja irgendwie total schön aus, wie ich finde. Hier vorne am Gartentor wächst fleißig die Lupine, die hat sich auch noch an anderen Stellen breit gemacht. Und wenn wir dann da mal rüber gehen, da unten sind noch die, ich habe den Namen vergessen, aber ich finde, das sieht voll schön aus. Und entdeckt ihr das jetzt in der Mitte vom Bild? Da haben wir noch eine Lupine dort. Ja, finde ich total toll, weil die hat sich hier irgendwie eingeschlichen, wie auch immer das passiert ist. Vielleicht machen die Pflanzen das auch von selber, aber ich glaube, ich habe ja letztes Jahr für Schmetterlinge auch Saatgut verteilt, dass da was dabei gewesen sein könnte. Ich bin auf jeden Fall glücklich, dass ich das jetzt hier habe. Hier sieht das auch mittlerweile ein bisschen ansehnlicher aus. So quasi der Gartenzaun, wo die ganzen Leute vorbeikommen. Jetzt auch nochmal vom Namen, da könnt ihr sehen, da sind einige Löcher dicht, die Wildbienen sind drin.
Da sind ja die ganzen Tomaten drin. Ich habe da auch eine ganz andere seltene Pflanze reingebracht. Den Namen weiß ich jetzt gerade in diesem Moment nicht. Das werde ich euch nochmal raussuchen und auf jeden Fall jetzt eingeblendet haben. Ja, ansonsten die ganzen Tomatenpflänzchen kommen wunderbar. Ich finde, das sieht schon richtig schön aus. Also ihr müsst bedenken, wie klein die bei mir waren. Ich habe sie ja, wie ich rausgefunden habe, auch noch falsch gewässert. Ich habe euch da übrigens irgendwann noch mal ganz viel zu erzählen. Ich habe da auf jeden Fall Erfahrung zu teilen, denn ich habe natürlich ausprobiert und nicht gleich die beste Variante oder so, auch um herauszufinden, was für mich gut ist. Und da gibt es auf jeden Fall einiges weiterzutragen an euch, damit ihr vielleicht nicht die gleichen Fehler macht wie ich und davon profitieren könnt. Ansonsten mich immer dafür, selber auszuprobieren. Das kennt ihr ja. Aber dazu dann halt ein anderes Mal mehr. Die Erbsen kommen auch. Vorne haben wir Knollenfenchel, kommt auch. Die Bohnen wachsen. Und ja, im Grunde genommen wächst alles. Das ja wunderbar sehen. Hier vorne habe ich schon viel rausgeerntet. Die Radieschen, Eissapfenradieschen sind sehr lecker. Ich denke, die brauchen mehr Lockerheit in der Erde, weil die haben sich rausgedrückt zum Schluss. Die haben einen richtigen Schub gekriegt. Dann haben wir da vorne jede Menge Salat und ein Red Giant China Kohl, China Salat. Nee, China Salat, genau. Die Möhrchen sind ganz unterschiedlich. Große, kleine, keine Ahnung, Wühlmaus. Hier Spinat schießt auch schon langsam in die Blüte. Da kann ich auch bald Saatgut ernten, das freut mich. Habe ich auf jeden Fall schon von gegessen, mit Freunden zusammen, war sehr lecker. Ja, und was hier los ist, das verstehe ich gar nicht. Da habe ich Knoblauch, irgendwelche solche speziellen Arten, habe ich hier noch die Dinger drin stecken. Nee, ich sehe sie gerade nicht, aber das lässt sich nochmal wieder rausfinden. Ja, einen habe ich ausgebuddelt, habe mal geguckt, mickrig. Also, ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Dafür aber hier die ganzen Zwiebeln. Da habe ich ja diese Riesen, boah, wie heißen sie denn noch? Stuttgarter Riesen oder so. Ja, Stuttgarter Riesen sind auf jeden Fall dazwischen. Und daneben auf jeden Fall noch rote. Das suche ich jetzt aber nicht raus, damit wir weiterkommen. Ja, die Topinambur in der Mitte, die kommt. Das ist ja eine Pflanze, die wie, ja, wie eine Sonnenblume eigentlich wächst und aussieht. Und da kann man unter der Erde halt die Knollen ernten, die Wurzeln. Ja, und Svens Knoblauch, der hat, glaube ich, bald seine Zeit. Da trocknen schon die ersten aus. Ja, hat er auch Etagenzwiebel hier nochmal zwischengepflanzt. Aber ist irgendwie umgeknickt. Auch wenn man meinen Fußabdruck da sieht, das ist immer noch zwischen Zwiebel und Knoblauch. Ja, und hier könnt ihr sehen, ich bin jetzt vorhin auf dem Klee, den ich gesät habe, rumgelaufen. Ich finde das voll schön. Man merkt, die Pflanzen sind noch jung und man muss das jetzt auch nicht übertreiben. Aber ich bin hier schon die ganzen Tage rumgelaufen. Also alles, was ich gerade runtergetreten habe, habe ich schon mal runtergetreten und das hat sich erholt. Also ich glaube, das könnte klappen mit dem Inklinatklee. Bisher bin ich begeistert. Aber alles andere kommt da noch. Und ich habe natürlich festgestellt, wie ihr sehen könnt, es ist auch lückenhaft angewachsen. Da kann ich auf jeden Fall nochmal nachsteuern. Oder vielleicht mache ich das irgendwann neu. Wie auch immer das passiert. In der Sonnenfalle kommt alles mögliche Grüne. Hier habe ich ja Kräuter gesät. Also Rucola schon klar zu erkennen. Ne? Also da die zwei. Und da hinten auch. Das erkennt man an der Blattform. Da am Stein zwischen. Der letzte da. Das ist Koriander. Basilikum kann ich schon erkennen. Ja, und alles andere kommt. Ich habe hier noch ein bisschen mehr drin, auch Kamille, Salbei und so weiter. Und ich habe auch die Hälfte davon vergessen, was ich da reingepackt habe. Ich wollte mich einfach mal überraschen lassen. Hier habe ich auch noch so ein Teil frei. Genau gleiches Spiel. Ich meine, hier habe ich auch Kräuter hin. Und wenn mich das nicht täuscht, könnte das sogar Basilikum sein. Ich weiß es nicht. Soll ich mal probieren? Ich probiere mal. Nee. Nee, kommt noch kein Basilikum durch. Ja, da steht noch ein Topf mit Petersilie, entdecke ich gerade. Den darf ich noch verpflanzen. Habe ich von der lieben Nadine gekriegt. Vielen Dank. Das darf ich euch ja nicht vorenthalten, wenn bei mir ja schon mal Erdbeeren hängen. Guck mal. Da sind die Erdbeeren zu erkennen. Die kommen bei mir jetzt auch. Hier auch überall versteckt. Da hinten sehe ich noch nichts. Oh, da hängen auch welche. Da habe ich ja noch drei Pflänzchen und da sind auf jeden Fall auch ein paar Erdbeeren dran.
Das ist übrigens die Pflanze, von der ich geredet habe. Nochmal vielen Dank an Art von Arts Garten. Der hat mir die geschenkt beim Garten-YouTuber-Treffen. Ist eine Urform der Pepino. Das ist eine Frucht. Ja, wie soll man das beschreiben? Ich habe auch, wir haben ganz schwer Informationen gekriegt. Aber ja, Apfel, Birnen und irgendwas noch mehr Geschmack. Also so ein ganz komischer Mix. Sieht auch sehr spannend aus. Namen habe ich euch eingeblendet, mache ich sonst jetzt auch nochmal, vielleicht für die Übersicht. Bei dem ja, Naturzaunbeet passiert die ganze Zeit was. Ich bin so dämlich und stecke immer wieder neue Kohlrabis in den Boden. Also ich habe hier bestimmt jetzt 20 Stück verloren. So, was bei mir jetzt noch an Pflänzchen auf meiner Palette steht, ist so einiges. Hier habe ich Tomatenpflanzen, die haben leider jetzt ein bisschen zu wenig Wasser gekriegt, die werden sich aber erholen. Also hier alles voll Tomate. Auch mit Geschenken von Thomas vom am Kirschbaum links. Das müsste, nein, das ist die Pflanze, genau. Das ist seine, die gelben Birnchen, seine Lieblingssorte. Und da unten habe ich nochmal die, oh Gott, Primabella oder so ähnlich von Stefans Hobbygarten und ja, noch ein paar andere Pflanzen. Also genau da Nadine. Von Nadine habe ich hier noch zwei Rosenkohl, die werden auch für mich reichen, die kriegen dann einen anderen Standort. Hier vorne haben wir nochmal Oregano. Dort habe ich eine Zucchini-Pflanze von Herbert gekriegt. Denn ja, da noch zwei Paprikapflanzen, die brauchen noch einen Ort. Schnittlauch, Knoblauch kommt. Und oh Wunder, so war es beschrieben, die Marionella-Pflanze, die braucht unterschiedliche Temperaturen, also einmal eine Temperaturpalette, um überhaupt keimen zu können. Und ich finde, das sieht doch wunderbar aus. Ich hoffe, das ist sie auch. Und da wächst noch irgendwas raus, was ich nochmal irgendwo im Garten einpflanzen kann. Das Wetter ist heute einfach so, so, so schön. Ich habe mich jetzt mal kurz hingesetzt auf mein Podest. Und ja... Ach, das ist einfach so schön hier. Man hört die Vöglein zwitschern. Die Aussicht ist schön. Überall schöne Ecken. Ich darf für euch ein Video drehen. Das war jetzt auch noch nicht alles. Es gibt noch viel mehr zu zeigen. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Damit es ein bisschen abwechslungsreicher wird, kommt jetzt ein, ja, ich habe mein Gartentor gebaut einfach. Ich bring's mal auf den Punkt. Und da war ich gestern kreativ und fleißig. Es ist noch nicht fertig, aber definitiv schon zeigenswert. Denn ich bin überrascht, dass dann doch die Kreativität nochmal kam. Ich habe mich gestern erst rangesetzt und hatte ein bisschen Blockade, wie ich das alles so anstellen soll. Aber ich habe mich da durchgewurschtelt und bin sehr zufrieden jetzt. Ich wollte auf jeden Fall ein paar Sachen reinbringen und man kann ja nicht nur einfach irgendwie Sachen ranmachen, sondern das ganze Geschichtchen muss ja auch funktionieren. Ne? Die Tür hängt nachher vom eigenen Gewicht her, die Scharniere müssen am richtigen Platz sitzen, Höhe, Breite, die Tür war oben und unten unterschiedlich groß, also weil die Fehler halt zur Seite gehen, das ist halt nicht hundertprozentig gerade hier. Aber nichtsdestotrotz, genau in diese Lücke habe ich jetzt eine Tür reingemeißelt und die werde ich euch jetzt zeigen. Also ab dahin. Zack, einmal von hinten und einmal von vorne. Ganz einfach, Elemente, ne? Ich habe halt das Werkzeug genommen, ich muss die Säge noch ein bisschen entschärfen, aber Spaten, Säge, Holzstücke, alte Bretter und ein bisschen Holz auch noch, also Äste meine ich. Wie ich finde, ist mir das Ding eigentlich ganz gut gelungen, denke ich. Ich bin auf jeden Fall super zufrieden und ja, sie geht eigentlich ganz leicht auf, das zeige ich euch mal. Also sie ist ein bisschen schwergängiger. Ich habe zwar gesagt, es geht leicht, aber es geht so leicht, wie ich das möchte. Denn das Gartentor bleibt überall stehen. Wer kennt das nicht? Das Gartentor fällt zu. Es nervt, wenn man mit der Schubkarre durch möchte oder der Wind oder so. Mir gefällt das gut so. Falls mich das stören sollte auf Dauer, wird hier ein bisschen abgeschmirgelt und dann kommt da Fett rein oder so. Und dann wird das Ganze auch leichtgängig. Dann haben wir noch einen Clou, der ist auf der Rückseite. Der Clou ist hier unten, denn ich habe hier eine Säge eingebaut, eine alte. Die stabilisiert einmal die ganze Tür vom Verrutschen der Bretter. Und hier unten das Ding habe ich als Stopper eingebaut. Hier, man kann das nochmal sehen. Zack, zack, Stopper. Also oben und unten gehen eigentlich soweit gleich ran. Ich habe auch geguckt wegen Stabilität, dass das nicht von den Hebekräften nicht zu viel ist, sondern wirklich nur die kleine Ecke da unten, wie ihr sehen könnt. Ja, ganz wichtig natürlich, das Sägeblatt nach unten, dass sich da keiner verletzen kann. Und ja,
da wird noch ein bisschen was passieren. Ich brauche ja noch eine Nummer, dekorativ noch was. Ich habe überlegt, ob das Ding irgendwie noch Farbe kriegt. Ich liebe Farbe, aber so Nachhaltigkeitsgedanke, ich sprühe ja eigentlich sehr gerne oder habe es in der Vergangenheit definitiv immer wieder getan. Aber ich weiß nicht, was für hier das Richtige ist. Denn diese Tür, die soll ja auch irgendwie länger halten. Ne? Da muss man sich ja auch Gedanken machen. Okay, kommen wir jetzt zum Keyhole-Beet. Da sieht es richtig toll aus, wie ich finde. Kohl ist riesengroß. Ich flitze da mal hin, damit ihr mal so die großen Unterschiede auch wahrnehmen könnt. Kohlrabi, irgendwo habe ich da auch ein... Oh, was war denn das noch? Blumenkohl dazwischen, genau. Den habe ich nachgesetzt. Da war einer kaputt. Da ist auch einer kaputt, den werde ich noch ersetzen. Ja, aber ansonsten sehen sie alle prächtig aus. Ich bin sehr zufrieden. Von hier gesehen an der Ecke, hier wächst auch einiges fleißig. Ich weiß aber nicht, was das alles ist. Ist es Borage? Frage ich mich. Da wäre sonst auf jeden Fall noch ein Borage drin. Hier vorne ist irgendwie noch ein Borage drin, habe ich reingemerkt. Das andere, das wächst irgendwie alles wild. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Keine Ahnung. Lassen wir uns mal überraschen. Ich habe auf jeden Fall für die Bienen da was reinmachen wollen und Hummeln und andere Insekten. Da wird schon das Richtige bei rauskommen. Bei den Erbsen hinten sieht es gut aus. Da ist ein bisschen viel Schatten nach rechts, aber ja, hier haben wir ja noch rote Beete oder rote Rübe, Möhrchen und farblich ja sehr schön anzusehen, Mangold Rainbow in verschiedenen Farben. Ich glaube, da muss ich noch welche auseinandersetzen. Das war ein Versuch, wie die sich machen, wenn zwei nebeneinander wachsen. Derseitig könnt ihr erkennen, das sind die Blätter vom Eiszapfenradieschen. Wow, wie dicht, das hatte ich drüben nicht. Da gibt es noch eine Reihe, hier die letzten Radieschen, oder was heißt die letzten, da gibt es auf jeden Fall Radieschen. Cherry Bell, da habe ich schon ein paar von gegessen, sehr lecker, aber auch scharf. Hier vorne eine Zucchini, guckt, was da draus noch werden kann. Die Natur ist echt stark, unglaublich, bin sehr beeindruckt. Da hinten war ein besseres Exemplar, aber beide sind gleich groß. Alles nachgewachsen, Zeit aufgeholt, nichts zu spät. Ja, und hier können wir mal zusammen gucken. Oh, da sieht man schon die ersten Radieschen. Da, das weiß es, könnt ihr das entdecken? Da. Ja, und das ist hier bei allen so. Aber das ist auch Unkraut, wie ich sehe. Da muss ich mich auch drum kümmern. Bin bisher aber sehr zufrieden und gut dabei mit Mulchen, Unkraut, Jäten und so weiter. Ich muss natürlich jetzt zu den heißen Tagen unbedingt meine Beete schützen vom Austrocknen. Verbraucht ja sonst auch sehr viel Wasser. Das ist nicht so schön. Und guckt euch die Tomaten an. Haben die nicht einen Schub gekriegt? Wow, richtig toll. Nicht alle gleich schnell gewachsen, aber also am Beispiel Sunviva da vorne. Ne? Das da ist eine Tomate. Aber das wird schon alles noch. Am Rande habe ich dann noch Petersilie, Borage. Das, was da wächst, ist Spinat. Und ich denke, dann sind wir auch durch hier fürs Keyhole-Beet. Dann geht's weiter. Direkt daneben bei einem der Tortenbeete habe ich zusammen mit dem Sascha, ein junger Mann, 11 Jahre ist er alt, ehemals aus meinem BMX-Kurs. Ich habe vor ein paar Jahren noch BMX-Kurse gegeben und da war einer meiner Schützlinge, sag ich einfach mal. Und ja, da hat sich weiterhin Kontakt gehalten. Er hat hier ein Stückchen gekriegt. Er wollte unbedingt im Garten was machen und der war da vor ein paar Tagen. Ja, haben das Beet soweit vorbereitet. Allerdings hatten wir noch nicht das Saatgut da, was er dann gerne hierfür haben wollte. Nun habe ich noch einige Pflanzen in der Anzucht, deswegen die werden wir dann, denke ich, auch zeitnah hier reinpacken. Da kommt Mais rein, das kann ich euch schon verraten. Der wartet noch in meinem Mini-Gewächshäuschen. Das hier ist alles Mais. Richtig toll. Richtig, richtig schick. Hab aber auch noch, also roten Mais. Das hier ist ein roter Mais. Dann haben wir hier Inka-Mais. Und irgendwo noch war noch mehr Mais. Habe ich aber jetzt... Oder war das alles? Hm. Macht ja nichts. Wir können die ja auch frisch im Boden hauen. Ich bin mir sicher, das kommt alles noch. Habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verzettelt. Ja, und hier seht ihr noch die Tomatenpflanzchen, die auch noch ausgedünnt werden. Da sind auch noch für meine Nachbarn was. Und da habe ich Kohl, Salat und so weiter. Da haben wir noch ein paar Zucchinis, eine Gurke. Mir sind leider super viele Pflanzen kaputt gegangen. Ne? Definitiv ein Nachteil, wenn man krank ist. Ich habe jetzt über 3 Wochen so ein Stop-and-Go-Kranksein hinter mir. Ich mache erstmal zu.
da reicht das dann einfach mal, wenn ein Tag oder zwei Tage dazwischen sind, wo man seinen Garten nicht so pflegen kann, wie man das gerne möchte. Und dann geht auch mal was ein. In diesem Ding auf jeden Fall, das braucht täglich Wasser. Das ja, ist halt leider schief gegangen. Meine ganzen Experimentiergurken sind eingegangen. Ich glaube, da war gar nichts mehr zwischen. So, vielleicht eine mexikanische, aber die andere ist dann nicht drin. Übrigens, was ich da noch drin habe, sind so Sachen wie Kapuzinerkresse, Luffergurke und ich werde mir auf jeden Fall parallel weiter irgendwelche Sachen anziehen. So für den Gartenrhythmus eine tolle Sache auf jeden Fall. Okay, was kann ich euch noch zeigen? Ja, ich habe auf jeden Fall meine erste Erfahrung gemacht mit der Sense. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich die nicht mehr hier habe. Die war geliehen. Aber bei mir muss unbedingt eine Sense in den Garten. Das hat Spaß gemacht. Ich habe mir das schwieriger vorgestellt. Ich hatte schon mal eine in der Hand, aber die war halt nicht so stabil, ein bisschen stumpf und ja, gutes Werkzeug. Ja, das braucht man schon, wenn man was machen möchte. So, ich habe überlegt, was ich euch zeigen wollte noch. Ich habe gerade schon wieder Blätter runterfallen sehen vom Mohn. Guck mal da hinter mir. Okay, was gibt es noch zu zeigen? Auf jeden Fall gibt es hier hinterm Apfelbaum oder eigentlich ja noch neben dem Apfelbaum. Hallo! Da ist der Herbert, der mir geholfen hat mit der Aufzucht der Pflanzen. Der hat mir sein Gewächshaus zur Verfügung gestellt, beziehungsweise einen Teil davon. Das war sehr, sehr hilfreich. Ich habe ihm schon Danke gesagt. Ich weiß nicht, ob er diese Folge sieht. Ansonsten vielen Dank an dieser Stelle. Ja, unterm Apfelbaum hatte ich letztes Jahr Zucchinis. Habe ich schon angefangen, das alles umzuwühlen. Da war ja alles am Sprießen und Grün, richtig groß, hier schon teilweise ein Meter. Das habe ich alles beseitigt, das liegt jetzt dort. Und ja, davon rede ich jetzt. Also diese Stelle unter dem Baum hat sich letztes Jahr ganz gut angefühlt für mich. Und deswegen werde ich das dieses Jahr wiederholen. Und ich hoffe, dass ich das heute zum Abschluss kriege und dann hier schon die Pflänzchen drin habe. Dann habe ich ja noch die Hochbeete hier. Ich habe es, glaube ich, schon letztes Mal noch gezeigt. Hier gibt es noch jede Menge... Au, jetzt hat mir ein Insekt voll ins Auge geflogen. Egal, muss man mit leben. Riesengroße Blätter, die werde ich mir noch krallen. Ansonsten, die schießen alle hoch. Da sieht man das schon, Blüte kommt. Und dann werde ich da nochmal Saatgut rausziehen. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, dass sie alles umwühlen und kommt da was anderes rein. Die Geschichte hier entwickelt sich auch. Die Erbsen, sie sollen hier ja runter. Ich hoffe, die gehorchen mir. Nein, die sollen machen, was sie wollen. Hier habe ich noch ein Tomatenpflänzchen, Cream Sausage. Hier haben wir einen Kohl, der auch in Ruhe gelassen wurde. Dann haben wir hier Porree, der wächst. Dann haben wir chinesischen Sellerie und den Stangensellerie, wie wir ihn kennen. Gegenüber... Guckt euch die Tomatenpflänzchen an. Hier ist meine Hand. Also ich sage das immer dazu. Viele von euch da draußen haben bestimmt größere Pflänzchen. Ne? Aber wenn man bedenkt, also wie gesagt, ich habe in der Anzucht habe ich auf jeden Fall viele Fehler gemacht, aus denen ich ganz toll lernen konnte. Ihr wisst ja, direkte Erfahrung ist mir sehr wichtig. Und ja, nichtsdestotrotz konnte ich die Pflanzen, die ich hatte, verpflanzen. Und sie kommen wunderbar. Sie waren echt, das waren ganz kleine Mini-Geschichtchen. Und ich freue mich, wie die kommen, weil guckt euch mal den dicken Stamm da unten an. Das ist alles sehr zufriedenstellend. Ja, und das sind, glaube ich, hier 4 Fleischtomaten gewesen. Von, oh Gott, was haben wir denn hier? Green Zebra, die Ukrainian Purple oder so, oder turkmenische. Ja, irgendwie so. Und dann haben wir noch, wo ist sie denn? Da, das müsste sie doch sein. Genau, die Czerny Prince. Czerny Prince. Und man kann es nicht mehr so gut lesen. Berner Rose, genau. Die hatte ich ja von Magic Garden Seeds. Wächst toll. Klee auch. Unkraut auch. Also hier den Weg, das hat noch nicht so gut geklappt. Dann neben dem Bunker habe ich jetzt die Kiste hier. Wunderbar. Auch Mini-Tomatenpflänzchen reingetan. Die kommen jetzt alle. Auch da. Da hinten eine Gurke. Und hier vorne auch nochmal eine Tomate. Kriegt auch neue frische Blätter, wie ihr sehen könnt. Hier ist eine Menge Leben drin. Ich habe provokant auf engen Platz gemacht. Denke ich jedenfalls, dass das eng ist. Und bin gespannt, wie sich das entwickelt. Übrigens, die Gurke habe ich ganz bewusst in die Ecke gesetzt. Die soll nicht den ganzen Tag Sonne haben. Und die Ecke ist trotzdem sehr warm. Also ich denke, das wird schon aufgehen. Gut, dann gibt es auf jeden Fall noch zu zeigen, hier vorne beim Podest die Stelle. Könnt ihr euch erinnern, da war alles vollgewachsen und voll Mohn. Den habe ich jetzt weggenommen für die Sache, obwohl ich ihn liebend gerne da gelassen hätte. Jetzt haben wir eine aktive
Biene, ne, die ist schon wieder aus dem Bild. Na egal. Wir haben hier vorne Pflänzchen. Da ist ein Pflänzchen reingekommen. Da ist ein Pflänzchen reingekommen. Dort, aus Erftstadt, mitgebracht, meine Banane. Den Platz hat sie bekommen. Ich bin so happy, dass sie hier ist. Eine Sorte aus dem Himalaya. Da gehe ich gleich noch näher ran. Und dann haben wir hier vorne, Moment, nicht Eukalyptus, sondern Rizinus. Genau, das ist aber eine giftige Rizinus. Da kann ich jetzt kein Öl draus gewinnen. Aber hat mich angestachelt, vielleicht die wo man Öl draus gewinnen kann, dann irgendwie da irgendwann auch nochmal in den Garten zu setzen. Ja, das Ding ist vielleicht einjährig, vielleicht kriegt das aber auch durch den Winter, mal sehen. Wird sich alles zeigen, aber ich rede zu viel, ich zeige euch das Ganze jetzt im Detail. Das ist sie, hat sie nicht schöne Blätter und das Ding wird richtig geil blühen nachher mit irgendwelchen roten Geschichtchen. Aber wenn das soweit ist, dann werde ich euch das zeigen. Und hier vorne habe ich dann die Bananenpflanze drin. Oh, ich bin happy, sie ist da. Im ersten Jahr mit Glück kann sie 2 Meter groß werden. Ich habe sie ja ziemlich spät eingepflanzt, deswegen glaube ich da noch nicht so dran. Aber vielleicht wird das ein Meterchen oder 1,5. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Eigentlich sollten das die letzten Aufnahmen werden, aber die Dinge haben sich anders entwickelt. Hallo fleißiges Bienchen, genau, du darfst auch nochmal mit drauf. Ah, ich könnte das gar nicht sehen, weil das nicht scharf stellt, oder? Hui, und eine Hummel und die haben Party. Ihr seid auf der falschen Seite. Oder auch nicht. Naja. Okay, dann habe ich gerade entdeckt hier zwischendrin. Cool, oder? Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber ich weiß, da darf man seine Finger nicht reinstecken. Ne? Ich doch richtig. Einmal das Gewächs. Wenn ihr da einen Namen habt, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ich stehe gerade echt voll auf dem Schlauch. Zu diesen Dingern kann ich euch auch noch mehr zeigen, denn gestern habe ich auch noch an anderer Stelle welche entdeckt. Oder war es vorgestern? Kann auch vorgestern. Wow, die sind dann mal richtig gekommen. Habe ich heute noch gar nicht hingeguckt. Ups, ein bisschen. So, muss gleich mal meine Beinchen absuchen, denn ich habe auch Zecken im Garten und bin hier jetzt überall durch Gräser gelaufen. Das ist natürlich kein Spaß. Übrigens habe ich da noch einen wundervollen Tipp für euch, das aber in einer anderen Folge, wie ihr euch gegen Zecken schützen könnt. Das ist also quasi schon ein kleiner Spoiler für das, was noch kommen mag. Ja, und jetzt stehe ich vor den Pflänzchen, die ich euch eigentlich zeigen wollte. Also, halte ich doch mal drauf. So sieht's aus. Sind die nicht schön? Helf mir mal, wie die heißen. Also, Fingerhut oder so? Irgendwie so Fingerhutsorten? Auf jeden Fall schön, die haben sich hier wild ausgesamt, wie auch immer die hier hingekommen sind. Echt spannend. Ich glaube auch, durch diese ganze Freilegung der Erde des Bunkers, für alle, die das noch nicht kennen, ich habe ja hier rundum Erde dran gehabt, also hier auch an der Stelle, die habe ich weggemacht. Und in der ganzen Erde ist natürlich auch altes Saatgut und ich glaube, das keimt einfach überall, wo es jetzt Lust hat, wenn es sich durchsetzen kann gegen das Unkraut. Ja, ich freue mich. Cool. So ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Das war wieder ein ganz toll gefüllter Gartenrundgang, wie ich finde. Und ihr könnt gespannt sein, hier wird sich noch mehr tun. Also bis zum nächsten Mal. Ich sage tschüss, euer Lars. Ich bin raus.